Herzlich willkommen zu einer weiteren Jahresvorschau 2023. Also wie wird das neue Jahr astrologisch? Was tut sich denn da so am Firmament? Und ich habe schon im ersten Video über Jupiter gesprochen, der das Widderzeichen durchwandert, dadurch natürlich nochmal so ein bisschen Kriegstendenzen auflädt und dann ins Stierzeichen kommt. Also wenn dich das interessiert, was der Jupiter da auslöst, meiner Meinung nach, dann schau dir das Video an. Teil 1. In diesem Teil geht es heute um einen ganz langsamen Kollegen, der ja gute 20 Jahre, über 20 Jahre da in einem Zeichen, in einem Archetypus verweilt, und das ist der Pluto. Und der Pluto war ja jetzt lange Zeit im Steinbock. Und wir haben ja das gesehen, wir haben diese Machtstrukturen erlebt in politischen Systemen. Wir haben erlebt, wie Regeln aufgedrängt werden, aufoktroyiert werden, wie Eingriffe stattfinden. Also das Thema Macht, Ohnmacht im Zusammenhang mit eben Gesetz und auch die Transformation von Gesetzen haben wir gemerkt. Der Steinbock steht ja eben fürs Gesetz und der Pluto für die Transformation, fürs Stirb und Werde. Und dieser Planet, dieser Stirb- und Werde-Planet, das bewegliche Prinzip des Skorpions, wandert jetzt dann im März, Ende März, in den Wassermann. Und damit ist er so, also damit wird auf der einen Seite natürlich so, wird immer wieder gesagt, so diese Luftepoche eingeleitet. Aber was bedeutet das jetzt, wenn der große Transformator oder der große auch, Im Positiven ist es die innere Macht, die innere Klarheit, die innere Stärke, auch Dinge wieder zu transformieren und loszulassen. In einer negativen Form, in einer eher weniger entwickelten Form, ist halt Pluto Macht, Rachsucht und eben wirklich so Macht und Druck auch auf andere ausüben. Oder wenn man es in sich hat, natürlich auch so ein Selbstboykottprogramm, wo ich versuche, auch meinen Vorstellungen zu entsprechen und diese dementsprechend selbst zerstörerisch werden können. Und jetzt kommt dieses Zeichen Anfang März zum allerersten Mal in den Wassermann. Wassermann, du hast es ja schon gehört, hier auch auf dem Kanal, ist natürlich so der Revolutionär, ist der etwas Neues machen möchte, und der ist das Zeichen, wo es auch um die Vision geht. Wassermann verbindet eigentlich Zeiten, also der verbindet so die Vergangenheit mit dem, was sein kann. Das ist so ein Vermittlerzeichen, wie alle Luftzeichen Vermittlerzeichen sind. Ja? Und jetzt kommt da eben in dieses Wassermann-Prinzip so dieser Pluto rein. Das heißt, es kommt eigentlich so das Thema, also ganz einfach einmal übersetzt, die Macht in die Vision rein. Ne? Also die Macht kommt in die Vision rein. Das wäre so ein bisschen diese innere Interpretation. Das heißt, es geht ganz stark darum, dass du dir klar machst, was entspricht dir, und da auch wirklich so diese Verantwortung übernimmst und alles, was nicht deiner Vision entspricht, beinhart einfach auch da transformiert werden soll. Und ich denke, da wird auch einiges wegfallen, was dir da im Weg steht. Im anderen kann man es natürlich auch übersetzen, auf, wenn man es jetzt sehr, sehr physisch, sehr profan deutet, kann das natürlich auch die Machtausübung über neue Medien sein, über die Technologie sein. Also Machtausübung über Technologie. Und da kann es auch schon sein, dass wir eben im März wieder mal so einen Geschmack davon bekommen, wie das denn so angedacht werden könnte. Also Macht über Technologie ist da auch durchaus ein Thema. Jetzt geht dieser Pluto nicht ganz frei oder nicht ganz unbelastet in dieses Wassermannzeichen, sondern er hat da ein paar Aspekte drauf, und vor allem möchte ich eingehen auf das Quinkux mit Mars, der da an der Grenze zwischen Zwilling und eben Krebs steht. Also Mars-Pluto ist immer so eine sehr geladene Spannung. Der Pluto ist der Druck aufbauen will, und Mars baut Energie auf. Also das ist so explosive Gewalt. Und da kann es natürlich auch vorkommen, unter solchen Vorzeichen, wenn man sagt, das geht jetzt auch noch in dieses luftige Zeichen rein, Schaden an der Elektrik oder vielleicht auch so Blackout-Themen durchaus mal ein Thema sein können. Ja, das heißt jetzt nicht, dass gleich das Licht ausgeht,
Aber es kann sein, dass es da natürlich auch Einschränkungen geben wird. Beziehungsweise wäre das auch so ein Zeichen, eventuell auch für Naturkatastrophen, dass sich da vom Wetter her irgendetwas zeigt. Das ist eben so eine sehr geladene Energie. Also der bricht da richtig in diesen Wassermann rein. Das kann auch sein, dass überraschend irgendetwas gelöst wird, irgendetwas transformiert wird. Fürs Innere würde das bedeuten, dass du einen gewissen Druck, eine gewisse Unruhe spürst, das Gefühl hast, vielleicht festzustecken und irgendwo ausbrechen möchtest. Also das könnte in dieser Zeit sein, so in diesem März, solange das rennt. Ja, so März bis Juni läuft diese Zeit. Und dann haben wir noch als Planet und was da auch noch mit drauf ist, der Pluto hat ein Quadrat zum Mond, ganz genau. Und ein Sextil zur Sonne. Das heißt, Sonne ist noch einmal Energie drauf, Lebensenergie drauf. Und das Quadrat zum Mond heißt aber für mich auch noch einmal Unruhe, ist so ein gewisser Umbruch. Und ich denke, es ist in dieser Zeit eher nach innen zu deuten. Das heißt, ich glaube gar nicht, dass wir nach außen so wahnsinnig viel jetzt sehen werden, sondern es wird eher sein, dass du das Gefühl hast, du musst etwas loslassen, etwas transformieren, etwas in deinem Inneren ändern, vielleicht in deinem Familiensystem im Kleinen auch ändern, dass da irgendwo eine Veränderung reinkommt. Und da würde ich mich eher so auf dieses Innere konzentrieren, in dieser Zeit Pluto im Wassermann. Und das wäre eigentlich schon einmal so, ja, so ein bisschen dieser Vorgeschmack. Schauen wir mal, wie sich das so energetisch anfühlt. Aber ich glaube, es wird halt eben mit sehr starker emotionaler Unruhe, auch vielleicht mit so einer gewissen Unruhe im Kopf, dass das so ein bisschen, ja, da mitspielt in dieser Zeit. Am 11. Juni verlässt dann der Pluto nach seinem kleinen Ausflug in den Wassermann wieder dieses Zeichen und bleibt dann noch bis Ende 23, Anfang 24 drinnen im Steinbock wieder. Also er ist rückläufig und geht dann wieder in den Steinbock rein. Und er verlässt diesen Wassermann mit einer Opposition zur Venus im Löwen. Und das könnte natürlich bedeuten, dass man sagt, okay, vielleicht eine Beziehung, da geht es darum, dass was ernster wird, dass was geprüft wird auch in Beziehungen, dass dann eine gewisse Transformation stattfindet in Beziehungen. Oder natürlich auch, dass man einen Partner, eine Partnerin findet, mit der man dann auch länger in die Zukunft blicken kann. Also der Wassermann ist ja da eher ein luftiger Kollege, ein vielleicht eine interessante Partnerin, ein interessanter Partner, sehr, sehr inspirierend, aber das ist jetzt nicht immer sagen wir mal, die beste Karte. Ja? Also wenn dann der Pluto da zurückgeht mit Opposition Venus in den Steinbock, würde das dann schon bedeuten, dass man sich da auf etwas vielleicht Fixeres auch in der Partnerschaft einstellen kann. Pluto hat dann noch ein Sextil zum Mond in den Fischen und das ist, denke ich, einmal ein ganz gutes Zeichen. Das heißt, es ist etwas ruhiger geworden, es ist etwas friedfertiger geworden und man ist auch ein bisschen runtergekommen. Also dieser Transformationsprozess, der da beginnt, wenn der Pluto in den Wassermann geht, denke ich, auf der inneren Ebene wird sich da bis in den Juni ganz gut reinlösen und da wird sich manches klären. Ich glaube auch, dass es in dieser Zeit wirklich stark noch einmal so um ein bisschen so um Beziehungsthemen geht und natürlich auch um diese Klarheit, um die Struktur in die eigene Beziehung zu bringen, dass ich sage, wie möchtest du denn weiterleben, mit wem möchtest du denn weiterleben, was ist dir da wichtig? Es kann natürlich im Außen auch bedeuten, dass wir da wieder merken, so ab Juni, dass neue Regeln, neue Bestimmungen, neue Gesetze kommen, dass es da wieder so Machtkämpfe gibt, dass es da wieder Machtausübung gibt über gewisse Regeln oder Gesetze. Also auch das ist da durchaus möglich in dieser Zeitqualität. Und ich möchte dich noch einmal darauf hinweisen, auf meine Weihnachtsaktion für alle, die jetzt dran geblieben sind. Du kannst dein persönliches Jahreshoroskop 2023 bei mir ganz einfach über E-Mail bestellen. Aktionspreis, so 25 € bekommst du deine Jahresanalyse 2023. Und wenn dich deine Lebensaufgabe aus astrologischer Sicht interessiert und deine Lebensthemen, gibt es jetzt auch noch Weihnachtsaktion.
um 25 Euro. Kannst du alles bei mir bestellen? Ich freue mich natürlich drauf. Ich werde auch, wenn du es als Geschenk noch brauchst, für wen, ich brauche Geburtszeit, Geburtsort, Geburtsdatum und ich kann das dann natürlich auch noch relativ rasch. Also ich schaue, dass ich so schnell wie möglich auch vorbereite, dass du es, wenn du es wirklich zu Weihnachten auch noch herschenken wirst, wirklich noch am 24. bekommst. Und ja, also wenn ich bis 24. 10 Uhr noch die Anfrage kriege, dann bekommst du es garantiert noch zu Weihnachten geschickt und sonst einen Tag später. Also es ist ein bisschen wie eine kleine Vorschau, wie ein kleiner Trailer für einen Film, was wir da erleben werden jetzt mit Pluto im Wassermann. Und ich bin gespannt darauf, wie sich das dann auswirken wird und auch wie du das dann siehst und was sich dann wirklich tut, wie wir diese Stimmungen wahrnehmen können. Es geht ja nur darum, dass man mal sagt, okay, wie fühlt sich denn das für mich an? Ne? Auch gerade wenn du Wassermann geboren bist. Ne? Also da hast du natürlich dann, da werden so deine Themen ein bisschen aktiviert durch den Pluto und vielleicht auch irgendwelche, vielleicht wandelt sich da auch was bei dir. Ne? Gut. Das wäre es mal zum zweiten Teil meiner Jahresvorschau 2023 Thema Pluto im Wassermann. Also der lunzt da mal rein und dann ab, ja, also so ab 2024 rein. Also ist er dann fix im Wassermann. Und da schauen wir dann, in welcher Zeit wir da leben. Natürlich ist dieser Umbruch, wenn so ein Langsamläufer reingeht, das ist ein Generationenwechsel, das ist auch ein Zeitenwechsel. Das heißt, da ändern sich wieder die Zeiten, da kommt wieder etwas Neues. Und natürlich merken wir jetzt schon rundherum immer diese Transformationen und diese Veränderungen. Es ist ja klar, es ist wahnsinnig viel in Bewegung und das ist natürlich auch mit diesem Übergang, einmal diesen vorübergehenden Übergang, Pluto in den Wassermann, noch einmal auch am Firmament nachvollziehbar. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Wenn du Fragen hast, schreib es mir gerne in die Kommentare. Was interessiert dich denn eigentlich bei der Astrologie oder noch im Hinblick auf das neue Jahr? Es gibt dann natürlich auch noch nächste Woche einen dritten Teil von dieser Vorschau. Und dann haben wir mal so die wichtigsten Aspekte von 2023 abgedeckt.